Weine haben natürlich immer mein Leben begleitet und ich habe leidenschaftlich eingekauft und verkauft und ich habe auch angefangen zum Sammeln. Wobei ich nie ein großer Sammler wurde, weil kaum habe ich was gehabt, kam einer rein und sagte, oh Peter, das ist cool, das möchte ich trinken. Ja, hier ist zum Beispiel noch so ein alter Spanier, ein 61er, noch übrig geblieben aus der Sammlung, der muss demnächst auch getrunken werden. Hier gibt es natürlich dann ganz große Geschichten, wie dann Chèvre Chambertin, Clos Saint-Jacques 2005, ein Jahrhundertjahrgang, kurz auf Flaschen kostet mittlerweile natürlich auch 1500 Euro, muss man auch sagen. Mein Weingeschmack hat sich ein bisschen verändert. Ich habe angefangen, Burgunder zu lieben, vor circa 12 Jahren, und bin in die Burgunderwelt eingestiegen und liebe Burgunder über alles. Hier unten stehen jetzt gerade Bordeaux-Gläser, das macht aber nichts, die kann man auch hernehmen, um eine wunderbare Flasche Burgunder aufzumachen. Hier haben wir zum Beispiel einen Von Romane Le Jean von Meaux Camisé, Jahrgang 2009. Das ist ein sehr guter Jahrgang, mein Sohn wurde geboren, mein Kleinster, und 2009 war auch ein begnadetes Jahr. So, und nur über Wein reden ist das eine, aber ich würde sagen, jetzt machen wir jetzt eine Flasche auf. Also jetzt kommen wir zu meinem zweiten Lieblingsthema, das ist das Küchenwein-Thema. Weil es gibt ja so viel Wein, wo man sagt, okay, das ist ein billiger Wein, das ist ein Kochwein, der ist zum Kochen gut genug. Das stimmt nicht. Zum Kochen ist nur der beste Wein gut genug. Und wenn wir zum Beispiel einen Weißwein verkochen, dann nehmen wir nichts Schlechteres wie einen Künstler, eine Hölle, ein Kabinett, Riesling, Jahrgang 2016, den liebe ich zum Trinken. Vergesst das Wort Küchenwein, das gibt es nicht. Das, was ihr trinkt, das wird auch verkocht